Ich habe Muisson erst vor kurzem kennengelernt. Lange ist es für mich nur ein Name gewesen. Mehr als 20 Jahre haben meine Eltern dort gewohnt, ohne dass ich mich zu einer Reise hätte durchringen können. Wann kommst du uns besuchen? Fragte meine Mutter. Wann kommst du uns besuchen? Ich war von meiner Familie geflohen und verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen. Erst als mein Vater weg war, meine Mutter hatte ihn in einer Alzheimer-Klinik untergebracht, aus der er nicht mehr herauskommen sollte. Erst dann wurde es mir möglich, diese Reise oder besser diesen Prozess der Rückkehr nach Reims auf mich zu nehmen. Die Wiederentdeckung einer Gegend meiner selbst, von der ich mich so sehr hatte lossagen wollen. Ich besuchte meine Mutter. Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr. Oder genauer, eine Aussöhnung mit mir selbst. Mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verweigert, verworfen, verneint hatte. Beleidigungen waren überall um mich her. Mehr noch, sie definierten mich. Nee, Tatae, Tonsus, Tata. Sie begleiteten mich überall hin, um mich unablässig daran zu erinnern, dass ich die Regeln, die Norm, die Normalität verletzte. Auf dem Schulhof des Gymnasiums, in unserem Wohnviertel, überall lagen sie auf der Lauer. Ich musste lernen, mit den Beleidigungen zu leben. Was hätte ich sonst tun sollen? An sie gewöhnen konnte ich mich nie. Ich fühlte mich wie von einem Messer durchbohrt. Ich fühlte mich terrorisiert. Man gab mir zu verstehen, dass man wusste oder ahnte, was ich war und zu verstecken versuchte. Man stellte mich öffentlich bloß. Mein Begehren war zum Stillhalten und zur Verheimlichung verdammt. Was ist das? Fragte ich meine Mutter. Na, dein Vater. Erkennst du ihn nicht? Ich hatte meinen Vater auf diesem Foto, das ihn kurz vor seinem Tod zeigte, tatsächlich nicht erkannt. Er war schrecklich gealtert, abgemagert, in sich zusammengesunken, mit glasigem Blick.
Der Anblick des Fotos verwirrte mich, weil ich verstand, dass mein Vater in den Monaten vor seinem Tod nicht mehr dieser mir verhasste Tyrann gewesen war, sondern ein mitleiderregendes Wesen, ein entkräfteter, harmloser, von Alter und Krankheit geschlagener Schatten seiner selbst. Sei nicht so hart zu mir. Er hat es nicht leicht gehabt im Leben. Mein Vater hat von seinem 14. bis zu seinem 56. Lebensjahr in der Fabrik gearbeitet. Von seinem letzten Schultag bis zu dem Tag, als man ihn ungefragt in Frührente schickte. Ich habe die Zugehörigkeit zu einer Klasse immer gespürt. Welcher Abscheu ich noch heute vor diesem Tonfall und dieser Welt habe, in der Herablassung aus jedem Atemzug spricht. Wie sehr sie mich gelehrt haben, Macht und Hierarchien zu hassen. Wenn ich meine Mutter heute vor mir sehe, mit ihrem geschundenen, schmerzenden Körper, der 15 Jahre lang unter härtesten Bedingungen gearbeitet hat. Am Fließband stehen, Deckel auf Einmachgläser schrauben, sich morgens und nachmittags höchstens 10 Minuten von jemandem vertreten lassen, um auf die Toilette gehen zu können, dann überwältigt mich die konkrete physische Bedeutung des Wortes soziale Ungleichheit. Wobei Ungleichheit ist falsch. In Wahrheit ist es nackte Ausbeutung und Gewalt. Der Körper einer alternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit über die Klassengesellschaft vor Augen. In meiner Kindheit ist meine gesamte Familie, wie gesagt, kommunistisch gewesen. Wie konnte es dazu kommen, dass man in derselben Familie wenig später den Front National wählte? So widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die seit jeher mit Füßen getreten worden ist und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt haben. Je sais que je vais me faire insulter de dire ça. Je regrette beaucoup qu'on détruise la boutique Chanel des Champs-Élysées. Mais il faut voir que par rapport aux vies détruites qu'entraîne cette violence du néolibéralisme et de l'idéologie néolibérale qu'appliquent avec brutalité nos gouvernants, une boutique détruite sur les Champs-Élysées ne m'émeut pas beaucoup. Eure Sprache ist unglaublich sensibel und feinfühlig.
aber die ökonomischen Verhältnisse werden immer brutaler. Da schweigt ihr. Sind wir unwichtiger als Gendersternchen? Ihr denkt an das Ende der Welt. Wir denken an das Ende des Monats. Ihr lasst euch den Bio-Wein in 18er-Kisten anliefern. Wir müssen ihn hochschleppen. Eigentlich wollt ihr doch gar nichts mit uns zu tun haben. Wir sind euch doch zu uncool. Meine sexuelle Identität nahm ich trotz aller Beschimpfungen an. Schwul werden heißt, sich ins Feuer von Vokabeln zu stellen, deren bloße Erwähnung in mir noch heute die nie vergessene Angst wachruft, die sie mir eingejagt haben, die Verletzungen, die sie mir zugefügt haben und das Schamgefühl, das sie in meinem Geist eingebrannt haben. Ich bin ein Produkt der Beschimpfung, ein Sohn der Schande. Ich bekannte mich zu meiner sexuellen Identität. Von meiner sozialen Herkunft und der durch diese bedingten Identität riss ich mich los. Ich wurde von zwei Verdikten gebrandmarkt. Einem sozialen und einem sexuellen. Solchen Urteilen entkommt man nicht. Diese beiden Einschreibungen trage ich in mir.